Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir wollen heute euch Endor zur Strecke bringen und das werden wir auch schaffen und wir werden direkt damit anfangen. Los geht's! Na, kommt hier wieder irgendwer raus. Na, scheinbar habe ich Glück gehabt. So, euch Endor, wo bist du? Fahren die Sphären auch wieder nach oben? Dreht ihr gleich um? Oder kommt ihr auf mich zu? Nein, ihr fahrt wohl gegen die Wand. Okay. Kein weiter Weg. Ja. Wäre zerstören. Nämlich härter. Sehr gut, Freunde. Irgendwie ein bisschen abgelenkt. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt gerade so lange stumm war. Aber das soll sich natürlich ändern. Gibt es hier unten Wasser noch? Das lädt eigentlich doch immer dazu ein, hier so eine Truhe oder sowas zu verstecken. Oder hier irgendwas. Ne. Gar nichts. Hier irgendwas unter Wasser. Nichts da. Na gut. Wenn echt nichts da ist, dann kann ich hier weiterziehen. Okay. Also gehen wir schon weit bis nach oben. Ah ja. Okay. Ich meine, hier kam. Ah. Wenn ich da vorbeigehe, wird da garantiert eine Sphäre oder ein Spinnenarbeiter rauskommen. Beziehungsweise wenn ich die Truhe öffne oder auf dem Rückweg bin. Nicht? Das ist gemein. Dann geht man schon davon aus. Kommt dann raus. Oh, Quecksilbererz nehmen wir mit. Sehr schön. Wer weiß, wozu wir das noch gebrauchen können. Spätestens, um unsere Schmiedekunst zu verbessern, werden wir bestimmt alle möglichen Arten von Erz können müssen. Okay. Ich wollte jetzt gerade erstmal eine Sache nachsehen, bevor ich jetzt mich an den Centurio dran wage. Nämlich die Schmiedekunst, ne? Stahlrüstung schmieden ist klar. Du kannst verbessern. Magische Dings verbessern. Aber hier 100. Drachenrüstung. Vulkanglas gibt es. Dädrische Schmiedekunst. Ebenherzschmiedekunst. Orkische. Zwergische. Schmied. Ja, das ist egal. Versteckte Rüstung, elfische Schmiedekunst. Okay. Ja, das wollte ich nur wissen, was da so alles gibt.
der Meisterschmied, hieß der so, da in der Ethereum-Schmiede, hat sich mehr für mein Anhängsel interessiert als für mich. Ich meine, das ist jetzt nicht schlimm, ne? Wenn die ruhig so machen. Irgendwie ist es schon ein bisschen komisch. Gut, den Meisterschmied, den konnte ich auch nicht angreifen. Reinschleichen müssen. Hätte dann hier den Abzug betätigen müssen. Während er da so am Antraben ist. Der Zwergen Centurio. Hier müssen echt viele Wächter sein. Freunde, Freunde, Freunde. Oder waren mal viele. Oh, Fledermäuse. Meine Güte, mich die Fledermäuse erschrecken. Okay, das kann ich alles leider nicht abfeuern. Es tut mir leid. Manchmal rauskommen und manchmal nicht. Schon gemein. So, jetzt, bevor ich zu euch gehe, muss ich mich noch einmal kranzen. Das habe ich jetzt erledigt. Los geht's. Mal sehen, wie schwer du sein wirst. Na du? Ist da jemand? Ja, hier ist jemand. Euch hat was. Von Eugendors Tod. Oh, den einen hast du aber schön ins Gesicht gekriegt. Aufzugschlüssel. Die Rarität. Okay. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Hat einiges dabei. Die Rarität und andere Irrtümer. Gut. Gucken wir mal. Bücher. Rarität und andere Irrtümer. Veränderung verbessert auf 17. Sehr nice. Das war jetzt echt nicht so schwer. Hat er uns einmal getroffen oder ist er einfach nur weggerannt? Oder er wollte uns treffen. Ist aber nicht geschissen gekriegt. Hier ist. Stand meiner Truhe. Ist aber gar kein. Wie muss ich hoch? Aber das Ding hier erledigt. Wir können Ferite nun Bericht erstatten über unser Gelingen. Nenne ich es jetzt mal. Diese Folge hier. Ich warne euch natürlich mal vor. Wird wahrscheinlich ein kleines bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, Karte. Weil ich noch einen Termin habe. Deswegen muss ich ein bisschen früher weg. Deswegen wird die Folge wahrscheinlich nur etwas länger als 20 Minuten sein. Aber ich habe ja auch schon ein paar Mal Folgen auf über 35 Minuten gehabt. Von daher ist das wohl nicht so schlimm. So.
So, Perite, wo bist du? Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden. Mhm. Wie geht's jetzt weiter? Geht nun. Sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Später. Was wird aus den Befallenen? Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendor ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Okay. Also gut, leb wohl. Umarmt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Leb wohl. Abgeschlossen. Das einzige Heilmittel. Nice. Wie kann ich euch helfen? Nö, du kannst mir gar nicht helfen. Okay. Das hätten wir. Oh, das sieht schon gut aus. Haben wir denn hier noch was Schönes? Finde Amrens Familienschwert in Weißfluss. Weißflusswacht. Wo ist das? Weißflusswacht. Das sollte ja kein großes Problem sein. Auf zur Honig. Rollbrauerei. Habe ich dafür jetzt eigentlich was gekriegt, damit ich das gemacht habe? Irgendwie so ein dädrisches Artefakt oder sowas? Objekte, Waffen? Dädrische Pfeile, ja, die hatte ich ja vorher schon. Eisenkriegshammer. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich was gekriegt habe. Kleidung. Krone, die ist schon gut, ey. Achso, da wollte ich ja noch sowieso noch mal gucken. Ich trage im Moment das Amulett von Ark, er steigert die Gesundheit um 10 Punkte. Ich habe doch gerade hier was gefunden. Altkette der Genese Gesundheit regeneriert sich 20% schneller. Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht war es auch Zauberbrecher, weil ich bekommen habe. So. Ach, geht's in die Richtung? Bitte lass das nicht oben auf dem Berg sein. Bitte nicht. Aber dürfte eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich jetzt nur in dieses kleine Hügelchen da hochgehen. Und ich müsste da sein. Lavendel. Mein Lavendel. Hier. Ja! Ich bin entdeckt worden. Hilfe, Alter. Banditen gesetzloser. Ja. Vor allem nicht so viel. Sache Bandit. Der sah so aus, als ob der. Notiz an Rodul. Die gucken wir uns doch mal an. Objekte. Bücher. Notiz an Rodul. Rodulf, eure kleinen Streiche strapazieren meine Geduld. Ich weiß, dass mein Onkel seine Eigenheiten hat, aber es ist nun einmal unser Wachmann und ihr werdet ihn respektieren. Kein Herein- und Herausschleichen mehr, keine Spielchen mehr mit seinem Buch oder Nägeln auf seinem Stuhl. Noch ein solcher Scherz und ihr werdet sehen, wie lustig ein Tag hinter Gitterstäben sein kann. Aiwa. Also, Ralof oder Rudolf, ich bin jetzt Rudolf, war wahrscheinlich gerade der, den ich getötet habe. Oder das war Haiba, der den Brief noch weitergeben wollte, aber das nicht mehr geschafft hat, weil ich ihn vorher getötet habe. Das würden wir wahrscheinlich nie erfahren.
Oder wir lernen noch einen von beiden kennen, wer weiß. Dann werden wir das schon erfahren. Haha. Da sitzt direkt einer. Saß direkt einer. So hart, das nehme ich gleich mit. Das Buch. So makaber, dass man das mitnehmen muss. Okay, weiß ich gar nicht. Koboldschiff. Leeren Sack. Schrank. Nix drinne. Nix Gescheites. Ah, Pilze, Pilze, Pilze. Das mag ich ja an solchen. Du hast wirklich viele Pilze und Zutaten, die du mitnehmen kannst. Aber auch nicht zu viel, dass direkt dein Inventar so krass überladen ist, wie bei den Chaos-Eiern da. Das Problem kannten wir ja bereits, oder kennen wir ja bereits. Also seid ihr dabei? Ja, dieser rührselige alte Dummkopf kann nicht unser Wasser. Ja. Den Gesprächspartner gerade getötet. Banditen. Ach, noch einer. Banditen. Gesetzloser. Komm mal mitten in die Fresse rein. Tür war man nicht mehr bewegt. Wollte nicht näher kommen. Wusstest du wahrscheinlich nicht, wo ich bin. Hat aber Feind. Sehr begrüßen kann. Okay, Schrank. Wo war eine Truhe? Ja, das war doch mal eine Truhe, die hat sich gelohnt. Kein Gegner da auf dem ersten Blick. Meistens in der Tankmische. Na, egal. Nächste Welt. So. Laserpulse. Namiras Feuer. Schrank durchsuchen. Nichts Gescheites. Denkt ihr, das wird funktionieren? Natürlich nicht. Wunder kann ich nicht bilden, aber ein halbpowerten Wolf. Keine Chance. Gut. Wenn wir Glück haben, zerfetzt es. Was? Ist da jemand? Da ist nämlich noch einer. Ja, wer du auch schon mal. Oh, herrlich, dass ihr alle Pfeile dabei habt. Wisst ihr? Freut mich wirklich ungemein. Außer. Aber du gibst mir wenigstens. Ups. Einen wieder. Greift er mich an? Ja! Ich hab dich freigelassen. Wolf. Du mich angreifst. Okay, auf geht's nach oben. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal offscreen hinsetzen und ein paar Tränke brauen, so ein bisschen was oder Gifte mischen, wie auch immer. Ein bisschen Alchemiestufe voranbringen, vielleicht damit sogar ein paar Level-Ups erreichen. Und ich meine, das hilft uns weiter. Und ich habe ja wirklich einiges an Zutaten mittlerweile.
gucken. Nicht unbedingt nach dieser Folge, aber vielleicht mal bei einer der nächsten. Besser gesagt. Aussichtspunkt am Weißfluss. Ist da unser Gegner? Ja, da ist unser Banditenanführer. Ach, das ist Haiwa. Dann haben wir doch Rudolf getötet. Lassen wir die Spielchen. Die wiegt so viel. Das darf doch nicht wahr sein. Halbers Tagebuch. Kriegen wir durch Halbers Tagebuch wenigstens eine Quest? Objekte. Bücher. Halbers Tagebuch. Nein, kriegen wir nicht. Aber ihr könnt es euch durchlesen. Das Tagebuch, meine ich. Das könnt ihr euch durchlesen. So. Was haben wir denn hier noch Schönes drin? Wir haben Amrens Familienschwert. Yay! Zauberbuch Heilung habe ich schon. Amulett von Stendar. Und ich glaube, wir haben ja was mit dem Drachen dabei. Boah. Da können wir uns schnell bewegen. Sehr gut. Und oh, das sieht schon herrlich aus. Noch ein bisschen höher, schöner positionieren. Mit diesem Ausblick verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß, wie der Chor jetzt sagen würde. Und da geht auch schon mein Wecker, dass ich jetzt los muss. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo da, mehr verpassen wollt. Ich bedanke mich beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.